Hey, wo sind wir denn hier gelandet? Im Bauhaus. Und was bauen wir denn heute? Ein Haus. Stop it. Get some help. Moin, Jens, was hier? Was muss ich ganz herzlich für deinen Vlog an diesem wieder Samstag, eine Woche später. Vorhin ist heute im Baumarkt und nicht mehr bei Galeria Kaufhof. Ich muss hier einige Besorgungen machen. Und wir nehmen euch mal mit und gucken mal, ob irgendwas Amüsantes passiert. Let's go. Du mal mit deinem ganz genau, Alter. Ja, was soll ich denn sonst sagen? Soll ich einfach mal eine Klappe halten? Ja, Paul, das solltest du. Nee. Lalalala. Was brauche ich denn? Also, meinen könnte ich aber. Ja, moin. Oh, wen haben wir denn da eingesammelt? Oh. Mensch, mein Name ist Paul Sambinett. Hallo, wie geht es Ihnen? Brauchen Sie Hilfe oder? Achso, sind Sie hier Mitarbeiter? Ganz genau. Ich fühle mich. Was haben Sie hier gemacht? Berufsgeheimnis. Oh, hey Chris. Oh, hallo. Da hast du mich jetzt auch gerade erwischt. Na, Chrissy, was machen Sie hier? Oh, ich mache ein bisschen Wellness. Bitte lass mich mal jetzt in Ruhe. Okay. Ich will Sie dann auch nicht weiter stören, ne? Ich möchte jetzt gern duschen. Oh, den Paul, kannst du mich nicht mal in Ruhe kacken? Was wollen wir machen? Lass dir Thermallampe ausmachen. Ja, die war noch gut. Wir tun hier was für die Natur. Wir sparen hier aktiv Strom, Freunde. Ihr könnt gerne mal ein Like da lassen, falls ihr das gut findet. Genau. Und Paul, glaubst du, da ist irgendwas hinter? Bist du dumm? Nein. Junge. Wieso nicht? Was ist los mit dir, Alter? Wieso? Hä? Bist du dumm? Guck doch selber. Das ist eine Kulisse, du Spast. Du siehst ja, da ist noch was hinter, Junge. Guck doch. Lord. Junge, ich hab's doch gesagt, Digga. WTF. Krank. Ist einfach ein Idiotensohn. Ja, also meine Freundin hat Schluss gemacht und generell mir geht's auch gerade echt schlecht. Echt? Einfach ich selbst sein? Okay, ich mach das. Oh mein Gott, mir geht's direkt besser. Übrigens, diese Straßenbahn steht ja nur, weil das hier früher mal ein alter Straßenbahnhof war. Ja, was gelernt, Freunde. Aha. Lehrreiche Lehrstunden mit Christoph. Hast du gerade lehrreiche Lehrstunden gesagt? Ganz genau. The Ocean. Was? By the way, diesen Sommer sind wir in El Cotillo zu finden, Portugal, Fuerteventura. Das wird der beste Vlog unseres Lebens, deswegen. Unseres Lebens. Ja, moin. Allem abonnieren, damit ihr das nicht verpasst, Freunde, weil wenn der euch vorübergeht, dann habt ihr wirklich was verpasst, Freunde. Da kann ich mich nur anschließen. So, Freunde, jetzt fragt euch natürlich, warum sind die beiden Idioten hier? Wir sind nicht hier, weil wir eine Idee für einen Vlog braucht. Nein, sondern, und zwar folgendes. Ich habe jetzt zum Geburtstag diesen Backpack hier bekommen. Und der ist ja schwarz auf schwarz. Das fand ich ein bisschen langweilig. Da dachte ich mir so, Halt's Maul. Deswegen dachte ich mir, ich kaufe mir so Aufnäher und dann kann ich dir so dran kleben, draufnehmen, wie auch immer, um das ein bisschen aufzupeppen. Jetzt haben wir diesen nice Aufnäher hier, den habe ich mir gekauft und den wollen wir irgendwie daran befestigen. Wir haben verschiedene Ideen. Festnehmen geht nicht, weil das ein komisches Material ist. Dann haben wir überlegt, festkleben mit Textilkleber, aber wir wissen auch nicht, ob das funktioniert. Und was wir jetzt machen, Friendos, ist, wir kaufen uns einen Bunsenbrenner und dann gucken wir, ob wir das vielleicht fest schmelzen können. Und übrigens, das hier ist ein LED-Schreibtisch für meinen Schreibtisch, damit der cool aussieht. Also, let's go. Wird schon cool, wird schon cool. Ah, das klebt ja voll. Kann man den anmachen? Oh. Ja, ich bin. So, Freundos, wir haben hier jetzt einen Bunsenbrenner gefunden. Wahrscheinlich dachten ihr alle, dass wir irgendwie so ein Ding kaufen. Wir brauchen aber nur den kleinen für 4 Euro. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, um das jetzt umzusetzen. Und ja, dann wollen wir mal gucken, wie das so am Ende funktioniert. Ne? Freunde, wisst ihr, wenn man jemand so wie ich ist, der schon über 400 Abonnenten hat, kriegt man auch schon seine eigenen.
Am nächsten Tag. So, Freunde. Wir haben es jetzt einen Tag später. Paul ist abgehauen. Jetzt haben wir Bianca hinter der Kamera. Wie ihr mit Sicherheit wisst, weil es für euch gerade eben erst war, waren wir gestern einkaufen und du kannst dir mal fehlen. Wir haben jetzt hier einen Bunsen Burner, Textilkleber und meinen schönen neuen Rucksack und Aufnäher und Klett. Unsere Mission ist jetzt folgende: Wir nehmen diese Patches und dann schneiden wir so ein Stück Klett hier ab und kleben das da hinten ran mit Textilkleber. Und die andere Seite, die klettige Klettseite, da machen wir folgendes: Wir nehmen den Bunsen Burner, burnen einen kleinen Spot auf dem Rucksack, damit das Nylon da so ein bisschen schmilzt. Und dann drücken wir da eben auch so einen kleinen Streifen von dem Klettband rein, damit der eben sich so fest schmilzt. Bist du verblödet oder bist du verblödet? Und dann kann ich immer so verschiedene Patches da so ran machen. Entweder etwas funktioniert das und es wird cool, oder ich verbrenne meinen schönen neuen Rucksack und bin den ganzen Tag traurig und ein Retard. Und dann haben wir die zweitdümmste Idee der Zeit. Ein lustiges neues Video, also es kann ja eigentlich nur gut gehen. Here we go! Wir machen erstmal einen kleinen Bestandstest. Ich will erstmal gucken, wie das sich mit der Hitze so verhält. Es raucht. Und es wird weiß. Okay. Aber das hält wie Bolle. Mann, nichts funktioniert in diesem Scheißladen hier, Alter. Ich werde die Ecke nochmal machen. Press with the thing. I will, I know how to do. Es ist so blöd. Es ist wirklich so. In 3 Minuten bin ich entweder total glücklich oder total sauer auf mich selbst. Und ich kann wirklich nicht abschätzen, was von beiden es sein wird. Ein paar Sekunden später. Nicht ganz so gut, gleich. Brutal. Oh mein Gott. Ich glaube, es hält. Bitte halt. Bitte halt gut fest. Hältst du es? Ja. Oh mein Gott, Binky, hast du gerade mein Backpack gepimpt? Sag nein. Es ist vielleicht nicht 1:1 gerade, aber... Adam Kers ist ein Klettstreifen, die kann man kleben, Alter, und drehen, wie man lustig es, ist. Es hält. Wow. Also ich meine, das ist wirklich so ein bomb-ass Work hier. Also, man wird sich feiern, lasst auf jeden Fall Like und Abo da. Aktiviert die Scheißglocke! Ding, ding! Ihr wisst, wie es funktioniert. Haut rein, wenn ich diesmal. Kannst du so eine Glocke da einfügen, wenn ich so mache? Ding, ding, ding. Vielleicht. Das wäre voll geil. Wir sehen uns immer die nächste Woche wieder. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao.